So, Freunde, es geht weiter mit Let's Play Resident Evil. Ja, und ja, hier rein. Wir sind jetzt im Labor. Der letzte Teil des Spiels beginnt und ein gewöhnlicher OP-Tisch. Naja. Und wir laufen wieder ein paar Schlangen. Ein Zombie im Kittel. Okay, renn. Gut. Stirb. Stirb. Du lebst noch. Sieh das doch. Du bist untot. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du toter denn dem Untoten. Oder so ähnlich. Was ist denn da? Was liegt denn hier? Nehmen wir das einfach mal mit. Jawolski. Alles mitnehmen. Alles mit. Alles was. Noch einer. Der rennt aber durch hier. Langsam. Nein! Ja, genau. Verschwinde ein. Taste. Schon wieder eine Modeskette. Was sind denn die ganzen Modeskippen? Ach, da ist eine Tür. Fast übersehen. Naja, friss mal ein Kraut. Genau. Das kombinieren. Und dann gehen wir auf. Elektrisch verriegelt. Und wenn irgendwas elektrisch verriegelt ist, was bedeutet das dann? Richtig. Irgendwo anders muss ein Knopf sein, damit wir das wieder aufmachen können, das System. Das schöne System. Oh Gott, zu viele Gänge. Ach, schon wieder. Jetzt drehen sie mal durch hier mit den Zombies. Jetzt drehen sie durch. Jetzt ist es vorbei. Wo bin ich ja eigentlich schon wieder? Na, Haus haben wir abgehakt. Labor. Ja. Da. Gott, jetzt pflanze ich mein Inventar schon wieder voll. Was ist hier eigentlich los? Wieso ist das hier so groß, verdammt nochmal? Okay. Hey, zwei grünen Kräutern. Zu freundlich. Da ist auch noch eine Tür. Meine Güte, Leute. Hier wird um sich geworfen mit Türen. Was ist das? Sieht aus, als ob man das drücken könnte. Ja gut, es ist alles rot. Röntgenbild. Röntgenbild ist schon mal gut. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Was? Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Brief des Forschers. 8. Juni. Meine liebe Ada. Oh nein, nicht schon wieder Ada. Wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich mich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert.
Ich hoffe, dass es nie so weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem ROM für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, so dass du dich unter meinem Namen und mit deinem Namen als Passwort einmelden kannst. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Aus Sicherheitsmaß. Mein Gott, was ist denn los? Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinem Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. John, Ada. Ja. Nein! Lass das. Lass das da liegen. Lunge gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Was? Was für Initialen? Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Alex Bechet. Kann ich das ja auch dran klatschen? Das brauchen sie jetzt nicht. Ach, was ich denn? Okay. Clark. Ich steht ein Name drauf geschrieben. Clark David. Ach, Röntgenbild von Clark. Dann verwende es doch. Verdammt. Da ist Platz zum Aufhängen des Röntgenbilds. Ja, dann mach das doch. Ja, es geht doch. Ein Teil glüht rot. Röntgenbild von Clark. No. Ja, genau, gib das mal her da. Steht gekritzelt zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen auf würdig. Was? Ich verstehe das doch nicht. Ich verstehe das doch nicht. Okay, was ist denn hier für ein Name? Es steht ein Name: Gail Holland. Ein Teil glüht rot. Nein. Ein Teil glüht rot. Überlegen. No. Fischer. Also, ich denke mir, ich muss das anordnen mit diesen Innereien. Und dazu müsste ich das aufschreiben, glaube ich. Also das erste war, glaube ich, ein C. Das Kolonnen. Wo muss ich die Initialen der Namen nehmen? Ja, Initialen sind ja normalerweise die. Ist natürlich bitter.